Es muss klar sein, welchen Charakter die Puppe haben soll. Freundlich oder verschlagen, lustig oder griesgrämig. Eine Skizze braucht sie nicht, denn in ihrer Fantasie ist der Kopf schon fertig. Mit dem Rundmeißel hebt sie die Augenhöhlen aus. Ohne zu splittern, lässt sich das feinporige Lindenholz bearbeiten. Nach zahllosen Auftritten brauchen Dornröschen und ein Diener neue Gelenke. Doch jetzt müssen sie warten, bis die Puppenmutter Zeit für sie findet. An der Nahtstelle klammert der alte Meister den Gurt jetzt wieder zusammen. Bevor sich Einzelantriebe durchsetzten, war diese Form der Energieübertragung die einzige Möglichkeit, eine Kraftquelle auf viele verschiedene Maschinen zu verteilen. Das 100-jährige, voll funktionsfähige Transmissionssystem der Nagli in Winterthur ist in dieser Größe sicher einmalig. Es ist noch lebendiges Zeugnis. Gerade beginnende Industrialisierung, Massenfertigung, Automation. Die Maschine, das Maschinelle, tritt in den Vordergrund. Verdreckt, verschmiert von Öl, wird der Mensch Teil der Maschine. Er bedient sie, gibt ihr Leben und sie vielleicht ihm. Wasserzufuhr auf, Vorschub regeln. Irgendwie ist es jedes Mal spannend. Packt's das betagte Ungetüm oder muss der Meister ihm auf die Sprünge helfen? Der Vater hat dem Sohn die Säge längst übereignet und doch ist sie das Reich des Alten geblieben. Für ihn war sie Arbeitsplatz, tägliches Brot. Für den Jungen ist sie Museum. Ihm fehlt die Zeit, sich in all ihre Geheimnisse zu vertiefen. Dämliches Teil! Cool. Kostenlos zum Downloaden. Für alle. Dort, wo sich Tag und Nacht gleichen, nur die Glut des Feuers ihren fahlen Schein verbreitet, wird der Pulsschlag der Maschine zum Maß der Arbeit. Langsame Fahrt voraus, lautet das Klingelkommando des Kapitäns.